Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Wir haben schon einen Blick auf die Inzidenzen und ich sehe sie auch. Wir haben beschlossen vom Kirchenrat, dass auch wenn man am Platz ist, die Maske zur Vorsicht aufbehalten werden soll. Wem das nicht möglich ist, wer jetzt keine Maske hat, das ist in Ordnung. Alle dürfen sitzen bleiben, aber wir wollen schon einmal aus Vorsicht vor der vielleicht vierten Welle ein paar Maßnahmen ergreifen. Dazu gehört auch, dass wir leider nicht singen. Die Gesangbücher liegen aber trotzdem in den Bänken, dann können Sie zumindest mitlesen, wenn die Melodie erklingt. Ich begrüße alle, die hier in der Kirche sitzen, alle, die sich das Video nach dem Gottesdienst auf YouTube anschauen. Ganz besonders begrüße ich natürlich die Familien von den beiden Kindern, die heute getauft werden. Denn wir taufen heute Sophia Klockers und Luke Niers in diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen an alle Omas und Opas und Tanten und Onkels, Cousinen und Cousins und wer noch so alles dazugehört, gute Freunde, Nachbarn und natürlich die Eltern, ohne die wir ja diese Kinder gar nicht taufen könnten. Herzlich willkommen natürlich auch an euch. Herzlich willkommen auch an die Kinder im Gottesdienst. Da sitzen noch ein paar. Ich versuche, alle Kinder anzugucken. Herzlich willkommen, heute ist Kindergottesdienst. Da sitzen schon ein paar, die zum Kindergottesdienst gehören. Maricel, Felix, Hanne und Jenke. Guido gehört nicht dazu, obwohl er natürlich den Kindergottesdienst liebevoll begleitet. Nach der Taufe, wenn wir also fertig sind mit der Taufe, dann könnt ihr mit dem Kindergottesdienst nach draußen gehen und ganz viele tolle Sachen machen, während Mama und Papa sich weiter die Predigt anhören müssen. Also eine herzliche Empfehlung, das sage ich dann auch schon, wenn es dann zum Kindergottesdienst geht, wie gesagt, nach der Taufe. Uns alle,
Zusammen als gottesdienstliche Gemeinde begrüße ich mit dem Wochenspruch aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 8 und 9. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Lasst uns beten. Guter Gott, in dir ist Licht, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und all das sind Dinge, die wir im Leben ganz dringend brauchen. Wir brauchen Licht in Zeiten, die dunkel sind und undurchsichtig. Wir brauchen Güte, Gott, die jedes Herz aus Stein zum Schmelzen bringt. Wir brauchen Gerechtigkeit, die uns davon erlöst, immer nur an uns selber zu denken. Und wir brauchen Wahrheit, die uns den Weg zum Leben zeigt. Das alles wollen wir den beiden Kindern, die wir heute taufen, mit auf den Weg geben, Gott. Und wir danken dir dafür, für die Gelegenheit, dass wir diese Kinder, Sophia und Luke, heute Morgen hier in der Kirche taufen können. Wir freuen uns über Sophia und über Luke. Und wir freuen uns, denn wir glauben, dass du, Gott, schon jetzt ganz besondere Pläne für diese beiden hast. Und für alle, die wir heute bei der Taufe dabei sind, wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dass die Taufe dieser zwei uns zum Zeichen wird, dass du auch mit uns ganz besondere Pläne hast. Pläne voller Licht, Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Amen. Wir wollen die Melodie von unserem ersten Lied hören, Lied 596, und ich lese zwei Strophen daraus vor. Kind, du bist uns anvertraut, wozu werden wir dich bringen? Wenn du deine Wege gehst, wessen Lieder wirst du singen? Welche Worte wirst du sagen und an welches Ziel dich wagen? Freunde wollen wir dir sein, sollst des Friedens Brücken bauen. Denke nicht, du stehst allein, kannst der Macht der Liebe trauen. Taufen dich in Jesu Namen, er ist unsere Hoffnung. Amen. Und wir hören zwei Strophen. Heute werden uns als Gemeinde Luke Niers anvertraut und Sophia Klockers. Wir wollen beide taufen auf den Namen des dreieinigen Gottes und wir tun das als Gemeinde, weil Jesus Christus es uns befohlen hat. In Matthäus 28, im allerletzten Kapitel, sagt Jesus zu seinen Jüngern, bevor er die Erde verlässt: Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, zu meinen Jüngern und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, bis zum Ende der Welt. Deswegen taufen wir bis heute kleine Kinder.
Es ist etwas Besonderes, dass bei uns in der evangelischen, auch in der katholischen Kirche kleine Kinder getauft werden. Und es gibt genug Leute, die sich fragen, warum machen wir das überhaupt? Warum lassen wir denn die Kinder nicht selber entscheiden? Ist es nicht irgendwie ein bisschen unfair, dass die so ganz ungefragt mir nichts, dir nichts heute getauft werden? Aber das ist die Reihenfolge, die Jesus Christus uns vorgibt. Er sagt, erst taufen und dann reden wir über alles, was dazugehört. Jesus und seine Jünger dazu waren also gar nicht zimperlich. Erstmal festmachen die Sache und dann kann darüber geredet werden. Dahinter steht natürlich auch, dass man gar keine Voraussetzung erfüllen muss, um getauft zu werden. Es gibt keinen Test, weder der Eltern noch der Kinder noch der Paten. Wenn man dazugehören möchte, dann darf man das bei uns in der Kirche. Bei der allerersten Generation waren es natürlich Erwachsene, die getauft wurden, denn die mussten ja erstmal dazugehören. Aber ziemlich schnell wollten eben diese Erwachsenen, diese Mütter und Väter dann auch, dass ihre Kinder dazugehören, zu dieser jetzt weltweiten christlichen Gemeinschaft. Die Taufe ist also schon seit vielen Jahrhunderten, eigentlich seit Jahrtausenden, das Zeichen, dass Eltern für ihre Kinder bei der Kirche erfragen, um dazuzugehören. Und es ist ein Zeichen, dass die Kinder wissen, dass auch sie einen Weg mit Gott gehen. Und wenn wir sagen, die Taufe ist ein Zeichen, daran glauben wir Reformierten ja ganz besonders mit dem Zeichen, dann heißt das erstmal, dass morgen früh, wenn Sophia und Luke aufwachen, sie keine anderen Menschen geworden sind. Es erscheint kein Heiligenschein auf einmal über ihrem Kopf, dass sie weniger weinen oder irgendwie ruhiger schlafen nach heute. Es bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Aber ab heute oder mit heute wird diese Liebe Gottes in ihrem Leben, die immer schon da war, nicht mehr dieses abstrakte Ding, worüber man einfach nur redet, sondern es wird fühlbar, es wird sichtbar, es wird spürbar. Man kann darüber nachher erzählen, es gibt Fotos. Und auch für uns, die wir hier sitzen, wird es ein ganz sichtbarer Beweis dessen, woran wir glauben, dass Gott mit uns ist und unseren Weg mit uns geht. Das Zeichen markiert heute für die Kirche dann doch etwas Offizielles, denn ab heute sind dann Luke und Sophia ganz offiziell Mitglieder unserer Kirchengemeinde. Und für die Kirche beginnt dann dieser Weg, den sie mit Gott gehen, der irgendwann zum Konfirmandenunterricht führen wird, zur Konfirmation und dann zu unserem zweiten großen Zeichen, dem Abendmahl, das auch ein Zeichen ist, dass wir alle dazugehören. Aber der Weg, den Luke und Sophia mit Gott gehen, der hat natürlich schon vor langer, langer Zeit begonnen. In der Bibel lesen wir den Vers, dass Gott uns kennt, noch bevor wir überhaupt im Mutterleib geformt worden sind. Noch bevor ihr überhaupt eure Kinder in euren Händen gehalten habt, wusste Gott, was er mit ihnen vorhat. Er weiß, was sie noch alles auf dem Weg vor sich erleben werden. Und es wäre natürlich super spannend, wenn wir das jetzt auch schon wüssten. Aber ein Teil der Freude am Elternsein, am Familiensein, aber jetzt auch am Gemeindesein ist natürlich, dass wir Sophia und Luke auf ihrem Weg begleiten und zuschauen können, wie Sophia immer mehr zu der Sophia wird, die Gott im Sinn hatte, und wie Luke immer mehr zu dem Luke wird, den Gott sich gedacht hat vor aller Zeit. Es ist ein wunderschöner Weg in den nächsten Jahren, der vor euch liegt. Manchmal vielleicht gerade für Eltern einen Weg, der viel Geduld erfordert, seinen Kindern auch die Freiheit zu geben, sich selber zu entdecken, diese Welt zu entdecken, in der sie jetzt sind. Aber auf diesem Weg geht es natürlich auch darum, Gott zu entdecken. Sie werden getauft, das heißt nicht irgendwo im luftleeren Raum bewegen sie sich, sondern in Gott. Und es wird eure Aufgabe sein, aber auch die Aufgabe von uns als Kirchengemeinde, den beiden dabei zu helfen, Gott zu entdecken. Um eben den Teil der Taufe zu erfüllen, von dem Jesus redet, diese beiden zu lehren, alles, was Jesus Christus uns beigebracht hat. Wir als Gemeinde spielen eine wichtige Rolle. Der Kindergottesdienst zum Beispiel ist auch ein toller Ort, wo man Gott entdecken kann,
wo man von ihm erzählt bekommt. Und für euch als Eltern begann diese Aufgabe des Lehrens, des Erzählens von Gott damit, dass ihr einen Taufspruch ausgesucht habt. Und ihr habt für Luke ausgesucht: Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Aus Psalm 91, die Verse 11 und 12. Und damit erzählt ihr Luke schon in so einem kleinen Alter, dass Gott jemand ist, der ihn beschützt, auf den er sich verlassen kann. Dass er also voller Selbstvertrauen seinen Weg gehen kann in diese Welt und dass Gott jemand ist, der immer dabei ist. Und ihr habt für Sophia einen Spruch ausgesucht, der steht auch bei den Psalmen, Kapitel 16, die Verse 9 bis 11. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit, denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. Und damit kann Sophia schon von klein auf lernen, dass der Weg mit Gott auch Spaß machen kann, dass er voller Freude ist in diesem Leben, dass Gott uns einen Raum gibt, fröhlich zu sein in ihm und wir mit Leib und Seele das Leben genießen können. Es beginnt also eine spannende Entdeckungsreise für euch als Eltern, eure Kinder zu entdecken und für eure Kinder diese Welt und Gott zu entdecken. Wir als Gemeinde, wir hoffen, dass ihr alle, die ihr dazugehört, zu Luke und zu Sophia, dass ihr auf diesem Weg gesegnet seid und ein Segen sein werdet. Amen. Mit dem Gott entdecken ist man nie ganz fertig. Und deswegen ist es gut, dass wir die Reihenfolge haben, erst einmal taufen und dann lehren, weil wann hat man schon genug gelernt, um zur Taufe fertig zu sein? Egal, wie oft man die Bibel liest, egal, wie viele Predigten man gehört hat, es gibt dann doch immer noch etwas, was wir entdecken können bei Gott. Aber zum Glück müssen wir auch nicht immer wieder bei Null anfangen, sondern seit 2000 Jahren machen sich Menschen die Mühe, für uns aufzuschreiben, was sie denn schon alles entdeckt haben. Und einer dieser Texte, auf den wir da zurückgreifen können, ist das Glaubensbekenntnis. Dort haben Leute sich vor 1500 Jahren zusammengesetzt und entschieden, so, und jetzt schreiben wir einmal alles auf, was wir bis jetzt über Gott wissen. Und so viele Jahre später bekennen wir immer noch unseren Glauben auf diese Art und Weise. Ob wir katholisch, lutherisch, evangelisch reformiert sind, wir alle bekennen den gleichen Glauben in Jesus Christus. Und das wollen wir jetzt auch gemeinsam tun und dazu bitte ich alle aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Alle dürfen sich wieder hinsetzen. Und dann dürfen gerne Sophia, ihre Eltern und die Paten aufstehen und einmal nach vorne kommen. Mal hier vernünftig die Hände vorbereiten.
Ich frage euch als Eltern, wollt ihr, dass Sophia auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird? Und versprecht ihr nach bestem Vermögen dafür zu sorgen, dass Sophia sich immer an die Liebe Gottes erinnern wird, dass sie Gott entdecken und erkennen kann, so wie sie von Gott erkannt worden ist, und dass sie neugierig bleibt auf ihren christlichen Glauben? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Und euch als Paten Esmeralda und Michelle frage ich, versprecht ihr Sophia auf ihrem Weg zu begleiten, als Freunde, die ihr Sicherheit geben und auf die sie sich wirklich verlassen kann? Wollt ihr für Sophia beten und die Eltern bei der Erziehung unterstützen? Seid ihr dazu bereit, so bestätigt dies auch mit den Worten: Ja, mit Gottes Hilfe. Dann wollen wir Sophia jetzt taufen. Sophia Klockers, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott zeigt dir den Weg zum Leben. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle, Sophia. Herzlichen Glückwunsch, damit ist Sophia getauft und ihr dürft euch wieder hinsetzen. Super gemacht, hä? Dann dürft ihr jetzt aufstehen, Luke und seine Eltern. So. Auch euch frage ich als Eltern, wollt ihr, dass Luke auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird? Und versprecht ihr nach bestem Vermögen dafür zu sorgen, dass Luke sich immer an die Liebe Gottes erinnern wird, dass er Gott entdecken und erkennen kann, so wie er von Gott erkannt worden ist, und dass er neugierig bleibt auf seinen christlichen Glauben? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Dann wollen wir auch Luke jetzt taufen. Luke Niers, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Luke Niers, der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich tragen, dass du deinen Fuß auch nicht an einen Stein stößest. Amen. Super. Herzlichen Glückwunsch. Dann ist Luke auch getauft. Und auch ihr dürft euch wieder hinsetzen. Das haben die beiden wunderbar gemacht. Toll, ruhig geblieben. Super, Eltern, wie auch immer ihr das hingekriegt habt. Sophia und Luke sind nun getauft. Ich möchte die Taufkerze von Sophia anzünden, die heute dann zum ersten Mal brennt. Nun gehören die beiden ganz offiziell zu unserer Gemeinde, zu unserer Kirche. Und wir wollen natürlich sagen, herzlich willkommen in unserer Kirchengemeinde. Auch wir wollen den beiden ein sicherer Ort sein, ein Ort, an dem die beiden die Freiheit haben, aber auch die Sicherheit, Gott zu entdecken als den liebevollen Vater im Himmel, an den wir glauben, und dass sie mit uns glauben, hoffen und lieben lernen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass Sophia und Luke jetzt Teil sind von unserer Gemeinde und hoffen, dass wir ihnen dabei helfen können, dass diese Gemeinde auch ein Zuhause für die beiden wird. Herzlich willkommen, sagt man meistens mit einem kleinen Geschenk. Deswegen stehen da zwei. Einmal überreicht das so den Paten für Sophia. Herzlich willkommen, Sophia. Und einmal für Luke, da drin ist eine Kinderbibel und ein kleiner Waschlappen, damit man sich immer daran erinnert, dass man heute getauft worden ist. Und normalerweise singen wir jetzt ein Lied, auch um die beiden willkommen zu heißen. Jetzt hören wir gleich nur die Melodie. Und während von dieses Lied spielt, dürfen alle Kinder mit zum Kindergottesdienst gehen. Also, dann schließt euch hier bei diesem Trupp an, die gleich viel Spaß haben werden, glaube ich.
Wer nicht alleine gehen möchte, darf sich vielleicht Oma oder Mama schnappen, Papa oder Opa natürlich auch, um mit rauszugehen. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ich will auch da die Strophe erst einmal lesen. Psalm 105, Vers 4. Gott will stets seines Bunds gedenken. Nie wird er seine Treue kränken. Antausend nach uns immerfort erfüllt er sein Verheißungswort. Der Bund, der Abrahams Hoffnung war, steht jetzt noch da, unwandelbar. Und diese Strophe wollen wir jetzt hören. Für uns Erwachsene geht es natürlich mindestens ebenso schön weiter, wenn wir jetzt die Lesung hören von Frau Wolter. Ich muss ihn noch eben anstellen. Wir hören, geht besser so. Wir hören Jesaja 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit in der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und fast alle Hügel, über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ich habe eine neue Brille, deswegen ging es zuerst stockend. Selig sind, die Gottes Wort hören und in ihren Herzen bewahren. Amen. Liebe Gemeinde, was kann ich jetzt noch großartig sagen? Die Taufe war uns jetzt ein Zeichen der Liebe Gottes und eindrücklicher als jede Predigt es sein könnte. Jetzt am Ende des Monats Juli will ich deswegen nur noch ein bisschen über den Wochenspruch nachdenken. Den Monatsspruch meine ich von Juli. Denn es ging in der Taufansprache darum, dass wir Gott entdecken können, vielleicht Gott entdecken wollen, müssen oder dürfen. Und diese Suche nach Gott ist manchmal gar nicht so einfach. Die Menschen verlaufen sich auf den merkwürdigsten Wegen auf der Suche nach Gott. Früher haben viele in den Himmel geguckt, einige pilgern in den Himalaya oder auf dem Jakobsweg. Zum Teil werden bewusstseinserweiternde Drogen eingesetzt oder der absolute Verzicht, die vollständige Askese in der Wüste. Der Mensch hat sich viel einfallen lassen, um Gott entdecken zu können.
um ihn zu finden. Und manch einer ist dabei leider erfolglos geblieben. Denn es braucht nicht eine neue Brille zum Beispiel, eine Lupe, ein Teleskop oder besonders viele Kilometer, die wir laufen. Gott lässt sich eigentlich ziemlich leicht entdecken. Und so sagt es der Monatsspruch in der Apostelgeschichte: Gott ist nicht ferne einem jeden von uns. In ihm leben und weben und sind wir. Das ist also die einfache Antwort. Gott ist uns ganz nahe. In ihm leben und weben und sind wir. Paulus, er hat diesen Satz aufgeschrieben oder er hat diesen Satz gesagt und er sagt ihn in Athen. Jetzt kommt Paulus aus der Gegend um Jerusalem und er geht bis nach Athen. Das sind fast 2000 Kilometer. In einer Welt ohne Auto, ohne Flugzeug, ohne motorisierte Gefährte ist das eine sehr lange Strecke. Er ist 2000 Kilometer gereist, durch Wüsten, durch fremde Gegenden. Er hat so allerhand Menschen getroffen. Vor einigen muss er dann auch Reis ausnehmen, weil die es nicht so gut mit ihm meinen. Alle reden eine fremde Sprache und gerade Athen wird ein heftiger Kulturschock für Paulus gewesen sein. Denn die Menschen ziehen sich anders an. Sie glauben andere Dinge. Paulus sieht lauter Götterstatuen, mit denen er nichts anfangen kann. Aber anstatt dass Paulus sich verloren vorkommt, dass er irgendwie ängstlich ist, sich versteckt, stellt Paulus sich, wie er nun mal war, in die Mitte vom Marktplatz und verkündet aus vollem Herzen das, was er glaubt. Er redet von Gott, der uns alle verbindet, in dem wir alle leben und weben, in dem wir uns alle bewegen und in dem wir alle sind. Und damit sagt Paulus, es sind du und ich, alle Menschen, auch die in Athen. Jetzt muss alles gut. So. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich Pause mache, dann ist er ganz ruhig. Sollte ich das als Zeichen nehmen? Also Paulus bekräftigt diesen Glauben an Gott, in dem wir alle sind, vor Menschen, die ihm fremder gar nicht sein könnten. Die so anders sind als er und trotzdem hat er das Selbstvertrauen zu sagen, aber uns eint doch alle der Gott, in dem wir leben, in dem wir uns bewegen und durch den wir sind. Und von diesem Glauben würde ich mir gerne eine Scheibe abschneiden. Und von diesem Glauben lebt die Kirche. Denn wenn wir uns einmal umgucken, dann ist die Kirche einer der letzten Orte, an dem wirklich alle zusammenkommen. Egal, was wir gelernt haben, egal, wo wir wohnen, egal, wie alt wir sind, egal, wie wir aussehen, was wir im Leben wollen und suchen, alle kommen in der Kirche zusammen. Sonst gibt es das gar nicht mehr so häufig. Wir werden so oft aufgeteilt in Altersgruppen, in Männer, in Frauen, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, da fängt es dann schon an, die da und wir werden getrennt. Aber hier in der Kirche, hier sind wir alle beieinander. Und das zeigt mehr als alles andere könnte, dass wir in Gott alle sind, dass wir in Gott uns doch sowieso alle bewegen und durch ihn wir alle leben. Gott fügt zusammen, was der Mensch viel zu oft trennt. Das sagt Paulus in Athen zu den Leuten. Mit denen verbindet ihn wirklich gar nichts, nicht einmal der Glaube an denselben Gott. Aber trotzdem nimmt Paulus sich heraus, von dem Gott zu reden, der sie eben doch verbindet. Der Gott, der größer ist als jeder Unterschied und der Gott, der zwar irgendwie aus Israel kommt, aber der bis nach Athen seinen Wirkungskreis hat. Auch dort, 2000 Kilometer von seiner Heimat entfernt, erkennt Paulus Gott in den anderen Menschen. Dass Gott so mobil ist, das ist etwas ganz Besonderes, denn lange Zeit war Gott immer nur im Tempel zu finden.
Wenn man Gott nahe sein wollte, dann musste man eben nach Jerusalem gehen, dort im Vorhof des Tempels sein Opfer darbringen. Und dann, als Israel ins Exil ging, dann hat Gott eine Art Fahrzeug bekommen. Wir lesen da in der Bibel von, es ist eine Art Thron mit Rädern in alle Richtungen, dass Gott sich eben auch bewegen kann. Und für uns ist es fast schon selbstverständlich, wenn wir sagen, Gott ist halt überall. Aber auch wenn wir das oft mit unseren Worten, mit den Lippen sagen, bleibt da eine Leere, dass wir Gott dann doch wieder auf den merkwürdigsten Orten suchen. Manchmal fällt es uns leicht, Gott zu entdecken, hier in der Kirche zum Beispiel, wo wir seine Gegenwart spüren. Anderen geht es so in besonderer Musik oder in der Natur. Aber Paulus erinnert uns noch einmal daran, indem er sagt, Gott ist nicht ferne, einem jeden von uns. Er ist uns allen ganz nah. In ihm leben, bewegen und sind wir. Es gibt gar keine Möglichkeit, an Gott vorbeizukommen. Und das stimmt auch, dass wir Gott überall entdecken können, das stimmt auch und vor allem in anderen Menschen. Es sind vor allen Dingen die anderen Menschen, in deren Gegenwart wir diesen Gott entdecken können, in dem nicht nur wir leben, weben und sind, sondern in dem eben auch die anderen leben und weben und sind. Er vereint uns mit jedem. Gott ineinander zu finden, einander zum Zeichen zu nehmen für die Gegenwart Gottes, das ist natürlich ganz einfach, wenn man Eltern ist und sein wunderschönes kleines Baby in den Händen hält. Aber es wird immer schwieriger, je länger die Leute in unserem Leben sind, habe ich manchmal das Gefühl. Aber unsere Aufgabe als Christen ist es eben, Gott überall zu suchen. Gott überall zu vermuten und ihn eben auch überall entdecken zu wollen. Wir alle glauben, dass wir einen göttlichen Funken haben. Auch die, mit denen wir sonst gar nichts gemein haben, auch die, die uns manchmal auf die Palme bringen können. Keinem von uns ist Gott fern. In Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Paulus hat das die Kraft gegeben, immer weiter sich auf den Weg zu machen, dass er immer noch Lust hatte, weiterzugehen, nochmal neue Menschen getroffen hat. Und auch heute kann das uns natürlich Kraft geben, einander auszuhalten. Wenn es ist, dass ein Kind schreit, wenn es ist, dass vielleicht jemand ein bisschen genervt mit den Augen rollt, weil das Gras vom Nachbarn wieder zu lang ist, wenn es ist, dass jemand seine Maske vergessen hat, wenn es ist, dass irgendjemand den größten Blödsinn erzählt, dass wir uns daran erinnern, aber auch dieser Mensch hat einen göttlichen Funken, auch dieser Mensch ist nahe an Gott. Und auch dieser Mensch lebt durch ihn. Wir alle bewegen uns in Gott, ob wir jetzt die AfD wählen oder die Grünen, illegale Einwanderer sind oder Bio-Deutsche, wie das dann jetzt heißt, schlimme Verbrecher oder die besten Vorzeigebürger. In uns allen können wir Gott entdecken, da Gott keinem von uns ferne ist. Er ist uns allen ganz nah. In ihm leben wir und weben. Und sind wir. Amen. So, ich hab's schnell gekriegt, das Kind. Auch das war ganz klar am Ende, ne? Predigt war sowieso zu Ende. Alle haben mitgenommen, was man brauchte für die folgende Woche. Gott ineinander zu entdecken, ist gar nicht so einfach. Gott zu entdecken, wenn ein Kind sich bemerkbar macht, ist manchmal auch nicht so einfach. Aber auch da ist Gott nahe, in diesem vollen Leben, das sich zeigt. Und Gott ineinander zu entdecken, diese besondere Herausforderung, auf die lassen sich zwei Menschen aus unserer Gemeinde ganz besonders ein nächste Woche. Ramona Nihus und Stefan Olthoff werden heiraten. Die beiden wohnen am Ostende, kommen ursprünglich aus Hoogstede, werden dort auch heiraten. Aber weil sie zu unserer Gemeinde gehören, freuen wir uns natürlich mit euch beiden, dass ihr heiraten wollt und hoffen, dass ihr auf eurem Weg gemeinsam ineinander Gott immer wieder entdecken könnt, so wie er ist, als Liebe und Gnade. Und wir wollen Fürbitte tun für diese beiden. Guter Gott, wir alle haben Menschen in unserem Leben,
die uns besonders wichtig sind. Und für sie alle danken wir dir. Wir danken dir für Stefan und für Ramona, dass die beiden füreinander die wichtigsten Menschen geworden sind. Wir danken dir dafür, dass die beiden heiraten wollen. Und wir danken dir dafür, dass sie einander die Chance geben wollen, miteinander Gott zu entdecken und die Zukunft gemeinsam wagen wollen. Wir bitten dich, dass du sie segnest und ihre Ehe segnest und dass sie immer aneinander neue Seiten entdecken können, auch bei sich selber. Und Gott, dass du ihnen die Geduld gibst für diesen Weg, der vor ihnen liegt, der ein Leben lang halten soll. Wir bitten dich, Gott, dass du auch bei uns bist, dass du uns unsere Augen öffnest, um dich zu entdecken. Wir bitten dich, dass du uns Augen deiner Liebe gibst, damit wir in jedem Menschen das sehen können, was du in ihm siehst. Und wir bitten dich für Sophia und für Luke, Gott, dass du ihnen immer wieder Menschen auf den Weg schickst, die diese beiden genau so sehen, wie sie sind. Und dass du auch für Luke und für Sophia ihre Augen so offen hältst, dass sie an jedem Tag, in jeder Gelegenheit deine Liebe sehen können. Und in der Stille beten wir für die Menschen, die uns heute ganz besonders am Herzen liegen. Und gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch die Melodie von einem Lied hören, von Lied 331. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Und wir hören davon zwei Strophen. Ich habe ein paar Abkündigungen. Die Kollekte am vergangenen Sonntag für die Flutopfer in Deutschland betrug jetzt schon über 1.600 Euro. Ich sage jetzt schon, weil bis zum 30. Juli noch im Dorf gesammelt wird. Aber wir sind jetzt schon bei einem Betrag, der, glaube ich, vielen Menschen viel helfen wird. Und herzlichen Dank sage ich an alle, die etwas dazu beigetragen haben. Heute ist die Kollekte dann bestimmt
für die besonderen Aufgaben unserer Gesamtkirche. Die finden Sie am Ausgang, den Kollektenbeutel, und daneben ist dann auch gleich der Klingelbeutel für die Diakonie in unserer eigenen Gemeinde. Nächsten Sonntag predige ich wieder und wir taufen dann 3 Kinder. Wir haben uns heute also ein bisschen warm gelaufen. Um 10.30 Uhr werden Nora Feldjans und Rike Fennegerz getauft und um 11.45 Uhr taufen wir Lina Borchers aus Wiedmarschen. Genau, die anderen beiden dann aus Georgsdorf. Herzliche Einladung zu beiden Taufen an Sie alle, die Sie hier sitzen. Und dann noch eine ganz profane Sache. Letzte Woche auf unserem Gottesdienst beim TSV ist ein brauner Klappstuhl abhanden gekommen und hat eine Heimat gefunden, die er vorher nicht hatte. Wenn also jemand weiß, wo dieser Klappstuhl ist, der darf den gerne zurückbringen. Das wird ganz anonym und vertraulich behandelt natürlich. Aber die Besitzerin vom Klappstuhl würde sich freuen, ihn wiederzukriegen. Zum Ausgang wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Und dazu dürfen alle gerne aufstehen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. Musik.